Hallo, schön, dass du gerade Zeit für dich hast. Willkommen in meiner Heartify Coaching Oase. Ich bin Katrin Stamm und zuständig für Coaching, Coach-Ausbildung und Trainings. Hier im Podcast schenke ich dir meine geballte Erfahrung und wünsche dir damit viel Vergnügen und hilfreiche Erkenntnisse. Die fünf Fähigkeiten emotional intelligenter Menschen. Willkommen in Folge 007 in der Heartify Coaching Oase mit mir, Katrin Stamm. Erfahre, wie du dir es leichter machen kannst, anderen Menschen zu helfen. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster und bin heilfroh, dass es endlich aufgehört hat zu regnen. Denn die ganze Zeit hat hier der Regen ans Fenster geprasselt und das stört natürlich auch die Aufnahmen. Übrigens habe ich gehört, ich lebe ja mittlerweile in der Schweiz und im Radio hörte ich, dass ab 1600 Meter heute erste Schneeflocken gefallen sind, also schon eine kleine weiße Schicht an manchen Stellen liegt. Echt nicht zu fassen. Na gut, also was erwartet dich heute, wenn du diese Folge hier hörst? Wir sind jetzt in der Halbzeit mit der Einführungsserie. Die ersten 6 Folgen drehten sich um die ersten 2 von 4 Instanzen, nämlich die Verstandesintelligenz, die Körperintelligenz. Wir kommen heute zur emotionalen Intelligenz und in 3 weiteren Folgen dann zur spirituellen Intelligenz. Warum mache ich das? Ja, weil im Grunde genommen du es wesentlich leichter hast im Leben, wenn du alle 4 Intelligenzen nutzt und häufig ist man sich nicht aller Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst und das ist einfach schade. Man verpasst einiges und macht sich's an manchen Stellen schwerer als nötig. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, erstmal so eine Basis zu legen über diese 4 Intelligenzen und heute der Startschuss für das Thema emotionale Intelligenz. Wir besprechen anhand einer Geschichte von einem Samurai und einem Zen-Meister ein paar Basics, zum Beispiel, was man überhaupt unter Emotionen und Gefühlen versteht, welche Begrifflichkeiten da noch im Raum stehen. Das wird nämlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Und dann kommen wir natürlich zu diesen 5 Fähigkeiten, an denen du emotional intelligente Menschen erkennen kannst. Und dadurch hast du am Ende natürlich erstmal auch dein Know-how erweitert in Bezug auf das Thema Emotionen, Gefühle, emotionale Intelligenz. Und du erhältst natürlich auch die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung. Das heißt, du kannst selber gucken, wo du stehst und natürlich letzten Endes auch, wo die Menschen stehen, mit denen du zu tun hast, wenn es dich interessiert. Heute möchte ich mit einer kleinen Samurai-Geschichte beginnen. Gefunden habe ich sie in dem Buch Emotionale Intelligenz von, jetzt muss ich gleich mal nachgucken, Daniel Goleman. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Das ist wirklich der Klassiker zum Thema emotionale Intelligenz, wenn es auch schon ein paar Jährchen alt ist. Und warum hat mich gerade diese Samurai-Geschichte so angesprochen? Weil ich persönlich vor einigen Jahren das Aikido für mich wiederentdeckt habe. Also diese japanische Verteidigungskampfkunst, die letzten Endes auf die Kunst der Samurai auch zurückgeht. Also dieses Wissen kommt aus einer alten Samurai-Familie. Und mir persönlich hilft dieses Aikido, diese Verteidigungskampfkunst, zum Beispiel beim Thema Abgrenzung oder auch den Umgang mit unerwünschten Fremdenergien, Einflüssen, Menschen, die da so auf eine Art und Weise eindringen in mein Leben und das kann ich dann besser handhaben. Zu diesem Thema werde ich ganz bestimmt auch noch ein Interview geben. Ich habe schon meinen Aikido-Lehrer gefragt. Auf Japanisch heißt ja dann so ein Aikido-Lehrer oder überhaupt ein Lehrer Sensei. Also, daher ist mir diese Geschichte auch sehr nah. Und los geht's. Einst forderte ein kämpferischer Samurai einen Zen-Meister auf, ihm Himmel und Hölle zu erklären.
Der Zen-Meister winkte verächtlich ab. Du bist nichts als ein Flegel. Mit deinesgleichen vergeude ich nicht meine Zeit. Puh, in seiner Ehre getroffen, stieg rasende Wut im Samurai auf. Er zog sein Schwert aus der Scheide, bedrohte den Zen-Meister und rief, »Für deine Frechheit sollst du sterben!« »Das«, antwortete der Zen-Meister gelassen, »ist die Hölle.« Erstaunt erkannte der Samurai die Wahrheit der Worte über die Wut, die er gerade gespürt hatte. Er steckte das Schwert wieder in die Scheide zurück, verbeugte sich und dankte ihm für diese Einsicht. Und das, antwortete der Zen-Meister, ist der Himmel. Manchmal braucht man solche Wecker wie diesen Zen-Meister. Mein Zen-Meister war die Krebsdiagnose, die ich vor Jahren erhielt. Natürlich war ich damals von der Rolle. Ich verstand die Welt nicht mehr. Schließlich habe ich als Vegetarierin gelebt und meinte, mich gesund ernährt zu haben. Spirituelle Praxis war Bestandteil meines täglichen Lebens. Ich hatte 3 Kinder, die ich auch alle 3 gestillt habe. Ich habe nicht die Pille genommen, keinen Alkohol getrunken oder sonstige körperschädigende Substanzen zu mir genommen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Mein Vater hatte MS, daher war ich mit 40 ganz happy, dass ich diese Krankheit nicht bekommen habe. Also mit sowas in dieser Richtung, das hätte mich vielleicht weniger verwundert, aber Krebs hatte ich für mich nicht im Ansatz in Erwägung gezogen. Das hielt ich einfach für völlig ausgeschlossen. Tja, weit gefehlt. Zu der Zeit hatte ich eine Freundin, die sich mit Numerologie befasste. Und sie sagte anhand ihrer Analyse zu mir etwas, das ich erst viel später begreifen sollte. Katrin, deine Stärke ist ein sehr ausgeprägter Wille, deshalb bist du auch erfolgreich im Beruf und so weiter. Du hast aber auch eine Schwäche, und das ist die Gefühlsebene. Du bist noch sehr unbewusst darin. Das ist deine eigentliche Lernaufgabe. Ich war verwirrt. Ich fühlte doch Freude, Kummer, ich konnte mich kräftig ärgern, ich konnte auch mitfühlen mit Menschen. So dachte ich zumindest und habe mich erstmal nicht weiter mit diesem Thema befasst. Zu dieser Zeit schenkte mir mein erster Mann das Buch von David Servan Schreiber, Medizin der Emotionen. Verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Zu dem damaligen Zeitpunkt blätterte ich so ein wenig darin herum und beschäftigte mich dann aber wieder mit anderen Dingen. Es dauerte noch 1 oder 2 Jahre, bis ich das Buch wirklich verschlang und allmählich begriff. Dieses Buch kannst du dir selber dann vielleicht, wenn du Lust hast, dich damit näher befassen. Da sind sehr, sehr viele wertvolle Dinge drin, die mir auch geholfen haben und natürlich auch Dinge, die ich mittlerweile selbst anbiete, wie zum Beispiel das EMDR. Mir schwante jedoch erst so nach der 2. Krebsdiagnose einige Zeit später, dass ich an genau dieser Stelle, nämlich zum Thema Gefühle oder Emotionen, etwas weiter forschen und auch vor allen Dingen etwas für mich unternehmen müsste. Denn wenn man sowas ein zweites Mal erlebt, da ging mir schon, wie man so schön sagt, der Arsch auf Grundeis. Und erst zu diesem Zeitpunkt war ich dann auch wirklich bereit, mich auf Neues einzulassen und auch sehr tiefe Erfahrungen machen und auch weitgreifende Veränderungen in meinem Leben vorzunehmen. Da kam mir dann auch noch dieses Buch von dem Zellforscher Bruce Lipton in die Hände. Intelligente Zellen heißt das. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Die Shownotes findest du übrigens auch auf meiner Webseite https://htify.live und dann heute für diese Folge /008. Also grundsätzlich für jede Folge einfach dann immer nur die Nummer hinten dran hängen an die Webseiten-URL. Genau, also Bruce Lipton, der hat eben geschrieben und auch
geforscht, also er war Zellforscher, dass Gene und Zellen nicht nur von chemischen Stoffen, wie zum Beispiel durch die Ernährung oder durch Hormone oder durch Strahlen auch beeinflusst werden, sondern auch durch unsere Gedanken und Gefühle. Das fand ich natürlich extrem spannend, weil das für mich auch wiederum ein Ansatz war. Und so wurde ich in meinem Vorhaben bestärkt, mich mit diesem Thema Gefühle und Emotionen noch mehr zu befassen. Und davon handeln ja nun auch diese drei Einführungsfolgen zum Thema emotionale Intelligenz. Also nochmal kleiner Exkurs. Ich erzähle jetzt meine Geschichte nicht, um zu sagen, ja, du brauchst das, wenn du schwer krank bist oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht. Das war halt zufällig mein Lebensweg, der mich dazu gebracht hat, mich besonders intensiv mit diesen Dingen zu befassen. Warum ich das mit dir hier teile, ist, weil ich der Überzeugung bin, dass wir das im Grunde genommen alle brauchen. Und wenn du so ein Typ bist, wie ich es auch war und bin, nämlich dass ich wirklich leidenschaftlich gerne anderen Menschen helfe, da geht man doch schneller über die eigenen Grenzen und zum Teil noch sehr unbewusst und merkt das gar nicht. Und da ist es einfach gut, die Wahrnehmung zu schärfen, besser auf sich zu achten. Und man profitiert so unglaublich davon. Also ich möchte nicht mehr tauschen mit meinem alten Leben. Also es lohnt sich so dermaßen, diese Schritte selber zu gehen. Deswegen lade ich dich ein, nimm dir mit, was du für dich brauchen kannst. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht ein bisschen später. Und empfehle das Ganze auch deinen Freunden weiter und den Menschen, die dir am Herzen liegen. Denn auch die sollen ja gerne davon profitieren. Ja, dann möchte ich jetzt mal so anfangen mit einer Begriffserklärung, so eine Art Definition von Gefühl und Emotion. Und du merkst schon, ich eiere selber so ein bisschen herum mit den Worten, denn bei diesen Begrifflichkeiten, da geht's schon los. Bei Experten werden die Begriffe Gefühl, Emotionen und auch die dazugehörigen, vielleicht etwas weniger geläufigen Begriffe Affekt oder Gemütsbewegung unterschiedlich definiert oder auch synonym gebraucht, je nachdem. Ich habe dir in den Shownotes auch den Wikipedia-Artikel verlinkt dazu, also zu dieser Abgrenzung Gefühl, Emotionen. Und selbst da steht drin, dass es keine wirklich präzise, allgemeingültige Definition gibt. Man muss tatsächlich bei jedem erst einmal herausfinden, wie er das Wort Emotionen und Gefühl versteht und anwendet. Es gibt aber so eine kleine Hilfestellung, denn in diesem Wort Emotion steckt das lateinische emovere, herausbewegen drin. Also du merkst schon, ich habe großes Latinum gemacht. Ich fand das damals irgendwie ein schönes Fach. Das war für mich so ein bisschen wie Kreuzworträtselraten, aus diesen Worten, aus diesen paar Worten da so ganze Sätze zu machen. Genau, deswegen macht mir das auch heute noch manchmal Spaß mit diesen Worten. Ja, und dieses eben emovere herausbewegen, das macht auch anschaulich, dass etwas aus dem Körper oder einfach aus dem Inneren heraus will. Das handelt sich also um eine spontane Reaktion, die übrigens auch messbar ist. Darauf gehen wir in der, ich glaube in der übernächsten Folge weiter ein. Wut oder Freude sind zum Beispiel für solche spontanen Emotionen. Das kommt einfach so in einem ganz schnell hoch. Gefühle sind bei einigen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel diesem Hirnforscher Antonio Damaso, der auch bekannt ist durch die Entdeckung der Spiegelneuronen, worüber ich sicherlich auch noch berichten werde. Das finde ich nämlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Genau, also da sind dann Gefühle, Emotionen, die zusätzlich noch mit einem kognitiven Prozess verbunden sind. Ich nenne mal ein Beispiel, damit das anschaulich wird. Scham, also wenn man sich schämt. Da steckt noch so ein Gedanke mit, eine Überzeugung, ich bin nicht gut, ich bin falsch, ich bin schlecht, sowas in der Art. Also ich bin nicht in Ordnung, das ist mit diesem Schamgefühl verbunden. Oder auch das Gefühl von Trauer, das kommt ja auch erst dann auf, wenn ich denke, ich habe irgendetwas für immer verloren. Also in der Regel kommt die Trauer nicht einfach so aus heiterem Himmel.
Und das ist so diese Abgrenzung, die manche machen zwischen Emotion und Gefühl. Also ich denke etwas oder es denkt in mir unbewusst, also das muss er mir gar nicht bewusst sein und infolgedessen taucht so ein Gefühl auf. Ja, dann gibt es noch das Wort Gemüt und das bezeichnet einfach eine Stimmung, die aufgrund von irgendetwas entsteht oder länger anhält. Also wenn eine Emotion oder auch ein Gefühl über eine Zeit lang andauert, dann prägt es deine Stimmung. Und da kennt man zum Beispiel so eine depressive Stimmung. Das heißt, wenn man einfach länger und andauernder niedergedrückt oder traurig ist. Oder man spricht auch von einem heiteren Gemüt. Wenn ein Mensch zum Beispiel grundsätzlich recht fröhlicher Natur ist und häufig in einer fröhlichen, gelassenen Stimmung ist. Das Wort Affekt nutzt man gerne im psychologischen Sprachgebrauch und das bezeichnet eine Emotion oder ein Gefühl, die verbunden ist mit einem stärkeren Erregungszustand und auch intensiven körperlichen Begleiterscheinungen. Also zum Beispiel, dass der Puls steigt, dass das Gesicht oder der Hals rot wird oder man plötzlich blass wird oder Schweißausbrüche noch dazu bekommt oder. Und so ein Affekt ist eher von kurzer Dauer. Der Samurai in der Geschichte vom Eingang war auf jeden Fall affektgesteuert. Das heißt, seine starke Emotion oder dieses starke Gefühl von Wut hat sein Verhalten bestimmt. Er hat sein Schwert gegen den Zen-Meister gezogen, zum Glück ja nicht gestoßen. Und durch die weise Antwort von ihm hat er die Kontrolle über sich wieder zurückgewonnen. Durch seine Einsicht breitete sich das Gefühl von Ruhe aus und sein Affekt hatte sich wieder beruhigt. Also das sind eben auch so Begriffe, dass man affektgesteuert handelt oder die Affektberuhigung. Und der Samurai konnte wieder klar denken und eben auch seine Handlungen bewusst steuern, so wie er es wirklich wollte. Wenn du ein bisschen selber forschst im Internet oder in der Fachliteratur, dann wirst du eben schnell verwirrt von diesem unterschiedlichen Gebrauch der Worte Gefühl, Emotion, Affekt und Gemüt. Das Ei des Kolumbus kann auch ich dir dazu nicht präsentieren und daher verwende ich selbst diese Worte wohlwissend etwas unscharf, sozusagen synonym. Wenn ich dann aber zum Beispiel als Heilpraktikerin für Psychotherapie eine Diagnose begründen musste, dann habe ich mich natürlich an den Sprachgebrauch gehalten, den du im ICD-10 findest. Das ist der Diagnoseschlüssel und um eben auch Diagnosen zu stellen. Und da werden auch Worte gebraucht zum Thema Gefühle, Emotionen, Affekt, Stimmung und so weiter. Ja, und wenn ich da irgendwas Schriftliches da formulieren musste, habe ich mich natürlich an diesen Sprachgebrauch gehalten. Und falls du dich da mal für interessierst, ich verlinke dir den Zugang zum Online-Diagnoseschlüssel ICD-10, wo man sich einfach auch mal ein bisschen informieren kann, wenn einen das interessiert, wie dann so psychische Erkrankungen oder Beschwerden, Symptome, Symptomkomplexe da beschrieben werden. Du musst das natürlich nicht alles wissen, auch als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht, sondern im Zweifelsfall liest du da einfach nach und schaust, was für deinen Klienten passt. Die Geschichte vom Samurai und dem Zen-Mönch kann man auch wunderbar nutzen als Einführung in das Thema emotionale Intelligenz. Denn was ist das jetzt genau? Der anfangs schon erwähnte Daniel Goleman führte diesen Begriff in seinem Buch mit dem Titel Emotionale Intelligenz bereits vor über 20 Jahren ein. Wobei, was heißt bereits? Also so lang ist das auch wieder nicht. Und er bezieht sich auf den Psychologen Peter Salloway aus Yale, der den Begriff erstmalig definiert hat. Er hat diesem Begriff genau fünf Fähigkeitsbereiche zugeordnet. Also wenn du über diese fünf Fähigkeiten verfügst, wenn du da fit drin bist, dann verfügst du auch über emotionale Intelligenz, über ein hohes Maß.
Und die erste ist die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung der eigenen Emotionen. Bei dem Samurai entstand diese Selbstwahrnehmung der eigenen Emotionen erst durch die provokative Intervention des Zen-Mönchs. Also er hatte sie nicht schon per se. Goleman schreibt, dass derjenige, der seine Gefühle kennt, besser und klarer entscheiden kann. In dem Fall, der Samurai hat im ersten Moment seine Gefühle nicht so gut erkannt. Beziehungsweise er konnte sie dann auch nicht handhaben. Damit kommen wir schon zur zweiten Fähigkeit, seine Emotionen handhaben. Denn aufbauend auf dieser Selbstwahrnehmung der eigenen Gefühle ermöglicht diese Fähigkeit, sich wieder zu beruhigen oder aus einer Gefühlsreaktion sich selber wieder rauszuholen. Und dieser Samurai hatte eben im ersten Moment keinen Zugriff auf diese Fähigkeit. Deswegen griff er ja den Zen-Meister an. Erst durch die Intervention kam der erste Schritt zur Selbstwahrnehmung und danach war er in der Lage, das Schwert wieder in die Scheide zurückzustecken, also den Ärger von sich abzuschütteln und seine Emotion zu handhaben. Die dritte Fähigkeit ist die, Emotionen in die Tat umzusetzen. Das bedeutet, mit seinen Emotionen Zielerreichung positiv beeinflussen zu können. In der Geschichte hat der Zen-Meister Gelassenheit genutzt. Also er hatte diese Emotion Gelassenheit, oder war es schon eigentlich eine Stimmung, genutzt zur Erreichung seines Ziels, nämlich die Unterweisung des Samurais. An der Geschichte siehst du gleich, wie therapeutische Provokationen oder wie provokative Intervention auch funktionieren kann, vorausgesetzt, man ist gleichzeitig dabei wertschätzend und glaubt nicht wirklich, was man sagt. Also sonst funktioniert das nämlich nicht. Du bist nichts als ein Flegel, mit deinesgleichen vergeude ich nicht meine Zeit, sagte der Zen-Meister. Und gleichzeitig strahlte er eben diese Gelassenheit und Wertschätzung aus, denn sonst wäre der Samurai für die anschließende Erklärung auf seine Reaktion, das ist die Hölle, gar nicht mehr zugänglich gewesen und hätte ihn schon vorher gelyncht. In vielen Geschichten und, glaub mir, auch im realen Leben ist Gelassenheit eine mächtige Emotion für Zielerreichung. Nicht umsonst gibt es im Google-Konzern Achtsamkeitstraining für die Angestellten. Und auch ich habe in der Begleitung vieler Klienten immer wieder erlebt, wenn es darum ging, was brauchst du, um besser klarzukommen mit der Situation, in der du bist, dass man wirklich eine Weile forschen musste, bis dann irgendwie, dass ich das Wort Gelassenheit reingeworfen habe. Ja, genau. Also es ist etwas, wonach sich viele Menschen sehnen, aber es ist nicht im Bewusstsein, dass es so eine starke Emotion ist, die man sich selber auch nutzbar machen kann. Ja, die vierte ist dann die Fähigkeit der Empathie, nämlich zu wissen, was andere fühlen. Was also nicht bedeutet, vor lauter Mitleid mit den anderen im gleichen Elend quasi zu paddeln. Der Zen-Meister hat eben nicht selber das Gefühl von Wut innerlich erlebt. Deswegen konnte er das auch sehr schön als Provokation nutzen. Also er hat das nicht eins zu eins mit ihm erlebt, sondern er war im wertschätzenden Verständnis bei dem Samurai und spürte, ja, der ringt nach Erkenntnis und der ist jetzt in so einem Prozess und jetzt hat er eben gerade Wut. Denn die fünfte Fähigkeit ist die, mit den Emotionen anderer umgehen zu können. Letzten Endes die Kunst von gelungenen Beziehungen. Und da ist der Zen-Meister eben ein wunderbares Beispiel, wie er nicht nur seine eigene Gelassenheit bewahren konnte, sondern auch den Samurai zu tiefer Einsicht und Verständnis bringen konnte. Kennst du auch solche Menschen, die wie so ein Fels in der Brandung sind, zu denen du gerne gehst, wenn du irgendein Thema hast und die allein durch ihre freundliche, wertschätzende Haltung, wenn sie dir zuhören und vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, dir schon unglaublich helfen?
Das ist eben genau diese fünfte Fähigkeit. Konnte ich dir mit dieser kleinen Geschichte das eher sachliche Thema ein bisschen anschaulicher und unterhaltsamer machen? Das würde mich freuen. Ja, dann fasse ich einfach schon mal die Podcast-Episode zusammen. Die Kernbotschaft dieses ersten Kapitels zum Thema emotionale Intelligenz. Wir haben uns erst einmal ein paar Basisbegriffe angeschaut, damit wir auf einem Nenner sind. Emotion bezeichnet im weitesten Sinne eine spontane Körperreaktion, zum Beispiel Wut oder Freude. Ist sie mit einem Gedanken oder einer Bewertung verknüpft, dann kann man auch von Gefühl sprechen. Da hatten wir das Beispiel Scham oder Trauer. Von Gemüt oder Stimmung spricht man, wenn dieser Zustand länger anhält. Und ein Affekt ist eine spontane Reaktion mit starker Erregung und Körperbeteiligung. Zum Beispiel Erröten oder auch Blässe, Pulsbeschleunigung und so weiter. Und so ein Affekt ist auch eher von kurzer Dauer. Ja, und den zweiten Teil der heutigen Folge, den fasse ich gleich zusammen in Form einer Reflexionsaufgabe. Nämlich, wenn du dir diese fünf Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz nochmal ins Bewusstsein rufst und für jede Fähigkeit, in der du deiner Ansicht nach gut bist, einen Punkt vergibst, wie hoch ist dann deine emotionale Intelligenz von 1 bis 5? Wobei 5 dann wirklich tipptopp ist. Für jede Fähigkeit kannst du jetzt gleich einen Finger deiner Hand ausstrecken und dann am Ende weißt du, wo du stehst. Da ist zuerst die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung der eigenen Emotionen. Zweitens die Fähigkeit, Emotionen zu handhaben. Drittens die Fähigkeit, Emotionen zur Zielerreichung zu nutzen. Viertens die Fähigkeit der Empathie. Und fünftens die Fähigkeit, mit den Emotionen anderer umzugehen und die Kunst gelungener Beziehungen. Wenn du jetzt 5 Punkte hast, yay, give me 5, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du weniger hast, auch nicht schlimm, dann weißt du jetzt einfach, wo du dich weiterentwickeln darfst. Und auch zu dieser Erkenntnis herzlichen Glückwunsch. In den Folgen 008 und 009 gehen wir darauf weiter praktisch ein, also bleib gerne am Ball. Ja, mit diesen 4 Heartify-Schritten machst du es dir ja täglich mehr zur Gewohnheit, deine emotionale Intelligenz zu schulen. Und innerhalb dieses Prozesses verbindet dich Schritt 3 über dein Herz mit deinen Gefühlen und Emotionen. Und wenn du das immer öfter machst, dann wirst du achtsamer für die kleinen wertvollen Botschaften deines Herzens, deiner Emotionen, deiner Gefühle und schulst deine emotionale Intelligenz. Dann sei schon gespannt auf die nächste Folge 008. Da lernst du nämlich die emotionale Landkarte als Analyse- und Steuerinstrument kennen. Also damit stärkst du dann vor allen Dingen die Fähigkeit, Emotionen zur Zielerreichung zu nutzen. Bis dahin, alles Gute, deine Katrin. Tschüss! Hat dir der Podcast gefallen? Dann unterstütz mich gerne, indem du ihn auf iTunes mit 5 Sternen bewertest. Weitere Infos und dein kostenloses Heartify-Arbeitsblatt findest du unter https://heartify.live. Bis zur nächsten Folge!